Fahre da mit höchstem Anspruch Verlange nach einer Website, die Qualität, Action und Funktionalität verkörpert. Erleben Sie die neue Cube-Website auf einem ganz neuen Level. Mit imposanten Actionbildern, die sich variabel an die Browsergröße anpassen, wird dem Besucher schon auf der Startseite Lust aufs Fahrradfahren gemacht. Doch wissen Sie überhaupt, welches Fahrrad perfekt zu Ihnen passt? Mit dem neuen Bike Finder haben Sie die Möglichkeit, aus den 180 Rädern mit nur wenigen Klicks Ihr perfektes Fahrrad herauszufiltern. Mit der Sidebar, in der Sie sämtliche Optionen überblicken und setzen können, verlieren Sie nie die Kontrolle über Ihr Suchergebnis. Die einzelnen Fahrräder präsentieren sich auf einer zoombaren Bühne. Diese erlaubt Ihnen, sämtliche Details des Fahrrads in Augenschein zu nehmen, vom Federweg bis hin zum Schaltwerk. Doch nicht nur die Bilder, sondern auch die technischen Daten wurden detailgetreu dargestellt. Um die Pflege der Produkte zu erleichtern, setzte man hierbei auf Excel-Tabellen, die mit der Datenbank des verwendeten Content Management System Typo 3 verknüpft wurden. Ein weiteres Feature stellt der direkte Bike-Vergleich dar. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Fahrräder direkt gegenüberzustellen und Ihre verbauten Module zu vergleichen. Oder Sie werfen einen Blick in den Katalog. Dieser wurde über die Online-Plattform Issue eingebunden und bietet nicht nur eine Zusammenfassung zu jedem einzelnen Rad, sondern auch einen Link zur Fahrradklasse. Da die Cube-Gemeinde von Tag zu Tag wächst und nun mehr als 30.000 Besucher am Tag cube.eu aufrufen, war es der Firma enorm wichtig, auch Hintergrundinformationen zu den Fahrrädern und ihrem Hersteller bereitzustellen. Deshalb führte man Cube TV und den Innovation Center ein. Unter Cube TV findet der User interessante Filmbeiträge von Veranstaltungen. Im Innovation Center kann er sich darüber belesen, welche technischen Raffinessen hinter den einzelnen Fahrrädern im Detail stecken. Cube Up Your Life. Fahrradperfektion trifft auf Webdesign, das Standards setzt.